So. Sind wir 98%. Was ist mit dir? Komm so ein Stück zurück. Ja, ich habe einen Amerikaner mal wieder gegessen heute Morgen. So, warten wir. So, dann gucken wir mal. Eigentlich möchte ich ja hier vorne noch ein bisschen machen. Eigentlich brauchst du die paar Prozente mir nicht mehr auf dem Auto packen. Wenn ich mal ehrlich bin, dann muss ich ja dann gar nicht mehr wegtragen. So, 100%? Ja, ich kipp das hier aus. Ja, wir machen hier, glaube ich, Feierabend für heute. Schmeiß das hier ab. Nicht auf dem Auto packen. Ich brauch das nicht. Ich kipp das auch hier ab. Weil das hat sich nie gelohnt. Boah, ab der Film. Ja, kipp ab. Ich kipp auch ab. Sollen wir jetzt auf den Herrn Finch noch warten hier? Ja, bis sicher. Weil ich muss hier nur aus dem Bereich raus, damit wir das sehen. Ja, dann warten. Ja, klar. Steig mal aus. Wir können das Moped ja hier drin stehen lassen. Und wir warten jetzt mal, was hier passiert. Wenn Finchi wieder da ist, weil Finchi wieder die Hause. Ja, warten Sie mal. Wir schicken den Finch jetzt nach Hause, machen morgen früh weiter, okay? Nee, der soll hier hinkommen, weil... Ja, ja, aber wir erstmal eine Runde schlafen. Ja, wir pennen doch hier. Lass ihn doch erstmal kommen. Wir warten doch. Lass ihn doch erstmal antreten. Gucken Sie mal hier. Das ist die gewöschte Baugruppe. Einfach hier so ein bisschen... Ja, ich sehe aber nichts geböschtet. Ja, hier, wo sie drauf stehen, das ist die Böschung. Und die müssen wir wegruben. Also einfach nur eine Böschung wegmachen. Anpassen an die... Da kommt doch der Herr Finch schon. Uiuiuiui, also da sind nur Desynchronisationsprobleme. So, dann geht mal hinter die Absperrung und ich werde mal den Bagger hier ein bisschen baggern. Ja, ich gehe dann gleich an der Seite. Sie fahren zurück. Finchi ist da, ne? Ja, ich stehe außerhalb bereit. So, ich gehe jetzt zurück und gleich macht den Kaching. Kaching. Mehr ist es nicht, sehen Sie? Und jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir Material. Also ja, jetzt sind wir fertig mit Bauen. Ich hole das Sie können das Material schon mal bestellen. Ich werde jetzt erstmal alles einlagern hier. Ja, genau. Zwei Palette Holz. Finchi, kommst du mit? Ja, ich komme mit. Ich mache nur eben alles aus hier. Alles klar. Dann holen wir das mal, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Aber die Chefin muss kaufen oder wir kaufen selbst. So, dann brauchen wir noch den Kipper, den lagern wir auch ein. Mit der Händler war ja hier vorne, ne? Mhm. Ist ja hier. Der ist ja direkt um den müssen wir. Ach, den haben sie schon eingelagert, okay. Ja, ich hab ihn das jetzt abgenommen. Sehr schön. Wenn doch nicht kommen, dann können wir doch eben die Marille holen. Ja, die bringt er hier hin, hat er gesagt. Ah, bringt er vorbei. Was? Nichts, Chefin. Okay. Palette Holz und Bewegungsgitter. Ich werde die dann schon mal. Ja, zwei und zwei, ne? Beides zweimal bitte. Jawohl. Haben wir Rödel. Ah ja, Entschuldigung. Ist gut. Jo. Ja, der hat gesagt, der kommt zum Händler. Der bringt die Marilla da vorbei. Ah, super. Okay, nicht auf dem Hof. So, und ich werde mal eine Runde schlafen. Ihr fahrt aber vorher noch mal nach Hause, ne? Ja, wir laden das jetzt erstmal auf. Ja. Ich glaube, wir packen erst die Bewegungsbilder aufeinander, ne? Ja. Sonst kriegen wir wieder Ärger mit den Anwohnern hier. Macht ihr die Sportwände runter, ne? Ja. Die Spundwände? Ja, genau, Spundwände, Entschuldigung. Soll ich schon mal den Kran besorgen? Aber dann ist heute Abend... Nee, machen wir morgen früh. Also erst die Gitter, ne? Ja, genau, die Gitter und dann eine Stirnwand direkt dran. Ja. Eine Spundwand? Stirnwand, ja. Fräulein. Die sind auch so eine Spundwand, ey. Ich weiß nicht, wer Ihnen das beigebracht hat, dass das Spundwand heißen soll. Oh, ich glaube, ich sollte vielleicht mal ein bisschen höher. So, wir gucken uns das auch mal an hier. Einmal drehen. Und zurück, ne? Das sind die Gitter. Hier haben wir das Holz noch. Oh, ich glaube nicht, dass das passt.
Ne, ich glaube auch nicht, dass das alles zusammenpasst. Obwohl übereinander könnten wir das. Dann machen sie die ganz vorne hin, genau. Versuchen sie die noch weiter ranzukriegen an die Spundwand. Ja, dann kriegen wir sie wieder nicht runter. Ja, wir haben noch einen Kran. Versuch mal so, versuch mal. Und versuch mal die anderen, aber die anderen quer wird wohl auch ja, nicht. Könnte passen. Aber ich krieg die nicht weiter ran. Ja, ja, ist okay, dann lass es so. Warte mal. Ich muss den sowieso noch einmal drehen hier. Lass den einfach mal runter. Ja, ja. Jetzt hast du ihn. Wie gesagt, wir haben ja auch einen Kran auf der Baustelle. Hören Sie auf. Jetzt ich müssen sie aber erstmal das Holz hinten, bevor sie den letzten... Können Sie vorstellen? Ich muss das doch sowieso übereinander packen. Ja, aber dann kommen sie nachher nicht mehr so richtig hier hin. Aber können Sie vorstellen, sie brauchen doch gar keinen Kran. Ich habe nämlich auch einen. Ja, aber... Ja, gut. Ja, den werden wir sowieso gleich brauchen. Denke ich auch mal für die Verschalung und sowas alles. Und mal gucken, ob ich die quer müsste gehen. Probieren Sie es mal. Kamera mal ein bisschen drehen. Ihr seid dabei, wir gucken uns das mal an. Aber ich, nee, das wird nicht passen. Ach shit. Ich sag ja, wir brauchen den großen Auflieger. Aber ich glaube, das wird so passen. Warte mal. So passt das auch nicht, ne? Nee. Auf keinen Fall. Ja, na, wir brauchen einen großen Auflieger das jetzt. Das passt doch nicht, ne? Soll ich mit dem großen Auflieger kommen? Ach, Sie können mich erstmal kreuzweise mit Ihrem großen Auflieger. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte das Holz erst draufpacken sollen. Und dann oben drauf stapeln? Ja. Weil so macht das keinen Sinn. Mehr. Ach doch, ich kann es oben draufstellen. Probier doch mal. Ja. So wie hat mir gerade angezeigt hat, kann ich das da oben draufstellen. Soll ich mal zumachen? Nein. Gerade war das noch. Hast du es gesehen? Nö. Gerade hätte ich das noch draufstellen. Jetzt aber. Da, jetzt. Tiefer, tiefer, tiefer. Ja. Okay. Das Ankerholz daneben. Den einen oder drauf oder was? Wenn es passt. Ich glaube aber nicht, dass es passt. Ich glaube auch nicht. Das wäre ein Ding, wenn das passen würde. Wenn du das so hoch stapeln könntest, wa? Ja, wie gesagt, der müsste nur ein kleines Stück länger sein, der LKW. Dann würde ja, passen. Dann würden wir zwei Paletten davon drauf kriegen. Ich bin 2,15er. Ja, genau. Weil dann würde es passen. Weil so ist doof, ey. Guck, wenn ich Glück habe, kriege ich das daneben. Aber dann ist die Frage. Aber dann ist die Frage. Jo, passt. Das passt. Runter, 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 ja. Jetzt ist die Frage, kriegst du den dritten auch noch da drauf? Das glaube ich nämlich nicht. Das wäre ja unrealistisch. Aber. Ja, was heißt unrealistisch? Ich habe schon Klamotten gesehen, ey. Ich weiß nicht, ob du den so eingeknickt kriegst, das meine. Wow, geh mal hier weg. Ja. Ja, das meinte ich. Obwohl, du kannst ihn ja noch reinfahren. Ja, das müsste genau passen, dass er hier... Ja, wenn der da oben noch einen drauf lässt, ne? Nee, nicht da drauf. Ach so, dahinter? Dahinter, ja. Das passt. So, das? Normal müsste es passen. Ja, probieren wir das doch mal. Noch ein Stück ran. Läuft mal runter. Nee, noch ein Stück ran, noch ein Stück ran. So. So. Ich probiere mal. Lass mal langsam runter. Na, noch ein Stück ran. Ja, jetzt runter. Runter. Zeig da nicht an, ne? Nein, er müsste noch ein Stück weiter rüber. Ja, hier, nach hier. Mach mal die Wände zu.
Ja. Also eigentlich müsstet jetzt gehen. Geht aber nicht. Mhm. Also eigentlich passt es drauf. Es ist ja drauf. Ja. Lässt aber nicht vom Haken runter, ne? Nee, ich krieg den nicht vom Haken nicht ab. Ja, und weil du den nicht vom Haken kriegst, können wir auch nicht wegfahren. Ich könnte aber eins nochmal versuchen. Den längs zu stellen, aber längs wird auch nicht passen. Nee, ich werde jetzt versuchen, den nach oben am Holz zu fahren. Wenn das passt. Fahr ihn ein. Hä? Du hast ihn da draußen, ne? Oder? Weiter einfahren, den Arm. Andersrum. Ne. Macht dann nicht. Bisschen hoch, ein bisschen hoch. Aber geht nicht, ne? Ne. Ja, ich. Ja, so kann er ja nicht, weil ich stehe ja total beschissen. Ne, ne, da lässt er keinen dritten mehr zu. Ne. Ist ja auch unrealistisch, so einen Turm da zu bauen. Aber was nicht unrealistisch ist, vielleicht musst du das nur seitlich drehen hier, dass du das dahinter packst. Aber dann passt das nicht, ne? Also der passt ja nur so, ich kann das ja nochmal versuchen. Ja, der ist ja nicht quadratisch, der ist ja. Ich kann das ja nochmal versuchen, wenn ich ihn drehe, aber das macht er ja. Ja komm, wir haben die Baustelle hier direkt vor der Tür. Macht er ja dann auch nicht, das setzt er ja dann auch nicht ab. Mhm. Dann müsste er ja jetzt schon anzeigen, dass ich ihn absetzen kann. Richtig. Und das tut er ja nicht. Nein. Ja komm, dann ist egal. Dann fährst du den gleich noch holen. Wir können das ja dann schon mal auspacken. Genau. Oder Herr Finch nimmt sich einen Gabelstapler und bringt uns das eben. Oder so. Deinen Gabelstapler. So, ich bring dann den Kram wieder zurück. Ja. Ist aber unrealistisch, Leute. Ihr hättet gesehen, das hätte drauf gepasst. Absolut. Ohne Probleme hätte das gepasst. Die Kamera ist hier auch ein bisschen defekt. Wie gut, dass die Baustelle nicht so weit weg ist. Korrekt. Aber ich finde es schon ein bisschen unrealistisch gerade. Ja gut, das hätte eigentlich passen müssen, weil wir haben es ja drin gehabt. Also liebes Entwicklerteam. Ja, aber ich weiß ja nicht. Da ist noch, glaube ich, ein bisschen Arbeit. Da ist noch ein bisschen Luft drin, ne? Da ist noch Luft drin. Hätte passen müssen, also. Aber man weiß halt nicht, in welchen. Oh, kommen wir da gar nicht mehr runter? Doch. Ich kann gar nicht zur Baustelle fahren mit dem Stapler. Nee? Nein. Okay. Dann aber kommt der Ochsen nochmal. Nee, warten Sie mal. Ich habe eine andere Idee. Ach so, Sie wollen eine Schnellreise machen? Nee, ich will mal was ausprobieren. Ich stehe falsch hier. Ja, Herr Finch möchte was ausprobieren. Dann sprechen Sie aber bitte mit der Chefin ab. Ja, der macht das. Würde ich mir mehr gern was. Lassen Sie mal, wir sehen das. Aber ich ja glaube, wir machen gleich weiter, wenn es hell ist, oder? Ich glaube, dann wird es hell. Nee, das machen wir jetzt noch, oder? Oder wollen Sie jetzt noch den Tag ändern? Weil es ist ja dunkel, ne? Ja, dann ziehen wir den Sonnenaufgang mal ein bisschen vorher, oder? Ja, ein bisschen. Ja. Wir machen mal hell. Ja. Jawohl, oh. Ein Geblitzdingst. So. Na, gucken wir uns das mal an. Voll geblitzt ist. Und zwar, Chefin, würden Sie das bitte mal einmal genehmigen? Dankeschön. Er will also unsere neue Errungenschaft im Laden einmal uns und den Zuschauern zeigen, ja? Zuschauern? Zuschauern.
Schön, den Zuschauer, da war jemand hier. Ja, und zwar gibt es ja jetzt auch von diesem Kramer Pack den Teleskoplader. Ja, das stimmt. Und mit dem kann er das machen. Ja. Da hat er doch gar nicht so Unrecht. Der Herr Finch. Herr Finch. Der kommt da jetzt gleich mit dem Teleskoplader und bringt uns die Sachen hin. Der Herr Finch. Ganz schön clever, der Herr Finch. Ja, auf die Idee müssen wir jetzt mal kommen, ne? Chefin. Ja. Ja, ich bin da selber nicht drauf gekommen. Dass wir das, also ich habe auch an das Ding gar nicht mehr gedacht. Wollen Sie sagen, ich soll Herrn Finch zu meiner Nummer 1 machen? Ja, damit ich mal ein bisschen Ruhe habe. Weil sonst muss ich immer alles machen hier. Und ich glaube, der Finch hier hat dann auch mal verdient. Der Finch. Ich bin schon so lange im Betrieb. Ja. Das ist schon nicht mehr normal. Sie gehören schon zum Inventar. Inventar, ne? So. Ich bin fertig. Ja, der Finch kommt auch schon da hinten angedockelt. Ja, der Herr Finch. Herr Finch. Da ist er. Fahr mal an der Seite, damit der Herr Finch hier. Wo ist er denn, der Herr Finch? Ja, der kommt da hinten. Ja, ich fahr mal an der Seite. Ja, der kann doch nicht so gut fahren. Dann kann der Herr Finch das hier, hier abstellen. Da kommt der Herr Finch. Wo ist er? Da kommt er. Wo ist er denn? Da liegt der Kopf. Da ist er schon, der Herr Finch. Ach, da ist der Herr Finch. Ja. Und wie lässt sich das Ding steuern? Super. Super. Schön. Oh, schön. Ich muss aber hier aus dem Loch wieder raus mit dem Bagger. Mit dem Bagger. Ich habe ja keinen Bagger. Ich fahre mal an der Seite. Ja, den könnte man sich zulegen. Was ist das? Könnte man sich zulegen. Ja, zum Beispiel für hohe Sachen, ne? Damit man ja nicht mal einen Kram benutzen muss. Da geht das mit dem nicht auf. So, einmal aussteigen. Und dann schauen wir doch mal. Ja, guck. Hat der Finch gemacht? Jo. Markierten Bereich räumen. Ich muss wieder raus. War ja wieder klar. Und die Alte muss auch natürlich reinrennen. Raus hier. Katsching. Oh. 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 Ganz raus. Markierten Bereich räumen. Komplett. Wir müssen raus hier. Oh, oh, oh. Jetzt geht das alles automatisch hier. Das ist aber nicht gut. Das gefällt mir aber auch nicht gerade. Nee. Finde ich jetzt auch nicht in Ordnung. Also normalerweise hätten wir das machen müssen. Ja. Aber wir haben unseren Vorarbeiter geschickt. Wir haben unseren Vorarbeiter, der hat das jetzt gemacht. Oh. Und jetzt, Leute. Jetzt geht's ans Gießen. Jetzt kommt die Gießerei wieder. Wir fangen an und dann lassen wir euch wieder bis auf 95%. Ja, das sagen. Heißt wieder, wir brauchen die Betonpumpe. Mhm. Ich glaube, der. Sollen wir den einlagern oder sollen wir den erstmal eine Seite stellen hier? Wen denn? Den Kramer. Ja, den habe ich geliehen. Ach, den hast du geliehen. Kramer gegen Kramer, ja. Ja, dann können wir den erstmal einlagern. Abgeben wieder, ja, ne? Ja, den können wir erstmal wieder abgeben, ja. Genau. In Not. So, pass auf, ich fahre den LKW weg. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel. Dann Betonpumpe haben wir, glaube ich. Ja, wir haben beides. Ja, aber mit einem Betonwischer kommen wir aber nicht klar. Okay. Sie wissen, wie schnell das geht. Warum? Ja, Sie haben jetzt das Falsche eingelagert, glaube ich. Das haben wir nicht gemacht. So. Irgendwie so. Habe ich ein kleines Problem. Ui! Wieso haben Sie schon wieder ein Problem? Ich weiß nicht. Scheint wohl heute der Tag der Probleme zu sein. Ja, das kann sein. So, ich stelle das Auto mal hier auf der Baustelle ab. Einfach mal so. Weil ich glaube, wenn sie. Wollen sie die Betonpumpe hier reinstellen? Ja, wir müssen gucken. Weil dann stelle ich den hier vorne. Dann stelle ich den LKW wieder hier hin. Die ist ja eigentlich relativ groß. Wir brauchen ja. Ja, das ist die Frage, ne? Und dann bleibe ich hier stehen. Dann müsste eventuell der Kramer ein bisschen. Aber der geht ja eh jetzt weg, ne? Ja, ich habe ihn die Anfrage schon gestellt gehabt. War jetzt nicht. Nee, kam mit rein. Dann machen sie nochmal. So, weil jetzt wird nämlich spannend.
So, ein Betonmischer haben wir da. Soll ich füllen fahren oder sollen wir hier befüllen? Ja, wir befüllen. Hier befüllen. Das dauert sonst zu lange. Brauchen wir noch einen zweiten? Oder eigentlich reicht der erste ja, ne? Ja, wenn wir den befüllen, dann ja. Okay, so, von wo wollen sie denn? Also ich würde mal, sie muss noch weiter zurückfahren. Ja, ich muss erstmal, warte mal eben. Ich würde ja besser vor, ja, weiß ich nicht. Ich kann ja mal gucken, sie muss auf jeden Fall, was ist denn los mit dem Teil hier? Geben sie doch ab. Ja, ja, ich suche es ja gerade, aber ich finde es, ach da, okay. Ja, der ist weg. So. Gut, dann kommen sie mal mit der Betonpumpe, bauen sie die mal auf. Wir machen das mal wieder so, Leute, dass wir nicht zum Zementwerk fahren, sondern dass wir... Hätten Sie nicht noch weiter zurückgemusst, Chefin? Meinen Sie? Ja, ich würde das direkt hier so hinstellen. Direkt vor der Einfahrt. Okay. Dass Sie direkt hier so sind, dass Sie direkt da ran können. Ja, ich werden Sie nachher sowieso umsetzen müssen. Mhm. Kann denn der Finch, der kommt da auch runter, ja? Komm da auch runter, ja. Wieso runter? Du kannst da nicht reinfahren. Oben auf der Straße. Wieso? Da, wo der Ochsen steht, kann ich doch. Ach nee, dann kriege ich die Stützen. Ja, die Stützen kriegen sie doch dann noch. Achso, du meinst jetzt hier einfach. Genau. Du sollst dich aber nur näher hier ranstellen. Ja, ja, ist in Ordnung. Also, kommst du da hinten nicht ran. Normal müsste das reichen bis dahin. Also Leute, nochmal ganz kurz. Normalerweise, wisst ihr das ja, hätten wir das alles selber machen müssen. Das heißt, die Bewährungseisen legen, gießen, aber jetzt brauchen wir nur den einen Teil gießen. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und so, nee, ihr bleibt das jetzt, passt nicht. Ihr bleibt jetzt noch mal kurz dabei. Ja, wir stellen das mal eben auf, aber das passt so nicht. Nee, da musst du noch. Genau. Ein Stück vor. Ein Stück vor. Ich denke mal, wenn ich hier. Nicht einlenken, nicht einlenken. Wenn ich hier so ein Stückchen reinfahre, dann müsste das trotzdem passen, weil ich stand gerade auch auf dem Bürgersteig. Ich war hier nur jetzt zu weit. Drüben. So. Müsste eigentlich passen. So. Versucht das nochmal. Ja. Ja, ja, das wird. Spaßig. Machen Sie mal hinten die Klappe offen. Ja, Augenblick. Ja. Jupp. 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 So. So Leute, dann schaut euch das doch mal an. Wir lassen noch mal eben gießen noch dann ein Stückchen hier und dann würde ich sagen, bei 95% sehen wir uns wieder, oder? Mhm. Möchte Herr Hoxton gießen? Nee. Nee. Mit so einem langen Ding komme ich nicht klar. So, Suppe kommt. Suppe kommt, okay, ich habe verstanden. So Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei 95%, oder? Genau, so sieht's aus. Also bis macht's dann. Gut. Tschüss. Tschüss.